In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elizabeth. Du wartest auf mich.
obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elizabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Barb? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene. Weißt du noch, ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Wie Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Da! Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Bitter? Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja,
Gute Idee. Was von der Plage. Schält sich ab. Die tote Haut. Breitet sie sich so aus. Diese Ruine. Da müssen wir hin. Hier mehrere Wege nach unten. Dem Bäcker? Also, es ist eine KI. Schwer zu erklären. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Dieser Tage reist du mit leichtem Gepäck. Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Gekratzt im Hals. Sieht wie eine Sackgasse aus. Unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. War was Gutes da unten? Ein paar Vorräte. Plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen.
der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Gut, dass wir schon etwas Reinholz gesammelt haben. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Fertig. Ich auch. Pfeile sind bereit. Eine Leiter. Aber ich komme nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Hier. Bei der Göttin. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu sagen hast. Damit hattet ihr recht. Da komme ich nicht durch.
hier runter. Zum Gras. So was habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. Okay, konzentrieren. Noch einer. Woher weiß der Fokus das alles? Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Noch eine Leiter. Ich muss das Schloss treffen. Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Diese Maschine wurde auch erschossen. Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns.
Alles gut, Val. Hier durch. Guck mal, noch mehr von der Plage. Willkommen in der Far Zenith Startanlage. Far Zenith? Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobek. Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elizabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Mich mag es wohl auch nicht. Sollten wir aufbrechen können. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Und wo sind sie jetzt? Stinkt hier so. Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssen hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Ja. Das erklärt den Geruch. Es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Aloy, hier drüben. Ich glaube, ich habe da was. Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden.
Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Armer Kerl. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Maschinenkabel stärker als Seil. Ein Maschinenteil, vielleicht zum Reparieren. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Da, ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Als ich dachte. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Wofür ist das nur? Vielleicht komme ich da hoch. Wow, guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Wow, hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Thank you.
Okay, ich muss die Leiter für Val runterlassen. Eine Vorratskiste. Ich glaube, ich kann den Zugwerfer benutzen. Danke. Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Far Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten bestätigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff. Die Odyssee. Sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Gab Elizabeth Ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Far Zenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei. Und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon. Aber Sie sahen doch nicht... wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber... es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum.
Da. Das Backup. Das sollte da drin sein. Kann ich nicht rüberschwimmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Enorm viele Dinge. Gute und schlechte. Und so aus. Ist da oben, wo ist? Zwischen den Sternen? Nicht so aus, als kämen wir hier über den Fluss. Wir finden einen Weg. Gehen wir weiter. Hier ist alles völlig zugewachsen. Angeberin! Hier helfen. Ich sollte das Ding aus der Wand ziehen können. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Aber ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Okay. Da ist dein Patrouillenweg. Näher ran und versteckt bleiben. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen, ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment verpassen. Und jetzt werfen. Mist! Entdeckt!
muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Okay. Da ist sein Patrouillenweg. Ich muss näher ran und versteckt bleiben. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment anpassen. Und jetzt werfen. Meiner ist auch erledigt. Sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Mein Bogen ist bereit. Alle erledigt. Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat, Gesalbte.
Hier rein hat die Plage es auch geschafft. Die Osserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Hier war wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Das ist für später. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Vorsicht, da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. So, ein paar Sachen für später erbeutet. Pass auf, dass du nicht hochgehst. Hab sie entschärft und mehr Sachen bekommen. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Oh, ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Anscheinend haben die Osserer Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Nützlich. Okay, ich habe jetzt alles für eine Falle. So, Sprengfalle fertig. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich sollte mal scannen. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ein Bühne. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir eine deiner Fallen in seinen Weg legen.
Alles sicher. Gut, gehen wir weiter. Du kennst viele Ruinen der alten Welt. Alles so? Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Von hier komme ich nicht an die Leiter. Draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme, die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Was sollst du alles gerade biegen? Ja,
Aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Was ist hier drin? Aloy, sieh dir das an. Was ist denn das? Daten. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Mal sehen. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Daten erwähnen Technologie, die Far Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Halte Ausschau nach mehr Daten. Wir müssen wohl hochklettern. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. So. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten.
Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Farzineth hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch. Aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Wir müssen die Osseram zurückgelassen haben. Ihnen hilft sie nicht mehr. Bei uns vielleicht. Ich glaube, die ist bei dir besser aufgehoben. Die ist für dich. Nimm sie dir. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir.
Hier unten. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Da, das muss die Maschine sein. Und sie sind in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Stillbarer und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Also, dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Trevor sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Farsine? Nein. Er war schlimmer. Kommen wir vielleicht rüber.
Allerdings sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Stell dir vor, damit zu den Sternen zu fliegen. Maschinen haben sie zerfetzt. Diese Typen hatten keine Chance. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten.
Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Durch die Mauer. Was ist hier drin? Hinten ist eine Leiter. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen muss. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Huh.
Dinger? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Thank you.
Da. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Ja, gut. Diese Zeit haben also drei riesige Maschinen Osseram getötet und überall Säure vergossen. Na toll. Für meinen Fokus. Der Sturm wird stärker. Wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Hier geht's wohl nur nach oben. Der Ort fällt fast auseinander. Oh.
anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Oh, super. Noch mehr Maschinen. Ungestört. Die Steuerkonsole könnte dort drin sein. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Thank you.
Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Es könnte helfen. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Okay, das Quietschen klingt nicht gut. Ich muss die Kabel schnell trennen.
ist die andere Verbindung.
schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Mal sehen, was die kann. Endlich. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Bald muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen.
dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Okay, ich muss zum Serverraum. Muss es sein. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elisabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Fascine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet.
Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon. Aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen! Mach Platz! Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt.
Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Ist das eine Statue von mir? Das ist neu.